an diesem 15. Juli und wir reden über China und natürlich auch über die USA. Zwei Streithähne, die ja, sagen wir mal, gegenseitig immer wieder Vorwürfe machen, sei es zum Thema Huawei, sei es zum Thema Corona oder jetzt ja auch zum Thema Hongkong. Seit einiger Zeit gibt es ja ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong, was ja quasi diesen Sonderstatus der Sonderverwaltungsregion, der ja seit 1997 ja eigentlich quasi existiert, weil damals war Hongkong noch britisch, also britische Kronkolonie, nicht Klonkolonie, sondern Kronkolonie. Wenn man es langsam ausspricht, dann klappt es auch. Ja, und es geht halt jetzt um Hongkong und da hat der US-Präsident Donald Trump was angekündigt, was wahrscheinlich den Chinesen nicht sehr gefallen wird und die ja natürlich auch direkt sofort reagiert haben. Denn im Streit um Hongkong nämlich hat US-Präsident Donald Trump ein Sanktionsgesetz gegen China unterzeichnet. Damit solle für China repressive Aktionen gegen die Menschen in Hongkong zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Trump am Dienstagabend Ortszeit, also es ist am späten, also mitten in der Nacht bei uns gewesen, bei einer Pressekonferenz im Rose Garden im Weißen Haus. Die Regierung in Peking hat derweil aber auch schon reagiert und hat gesagt, okay, wir ziehen dann auch die Sanktionskarte und werden gegen US-amerikanische Einzelpersonen und Unternehmen dann auch Sanktionen ankündigen, so das Außenministerium in Peking. Das Gesetz, was ja verabschiedet wurde vor einiger Zeit, zielt ja auf Polizeieinheiten, die ja hart gegen die Demonstranten in der Sonderverwaltungszone vorgehen sollen und er nimmt Funktionäre der kommunistischen Partei ins Visier, die für die Einführung des neuen Sicherheitsgesetzes verantwortlich sind. Also geradewegs diese werden sanktioniert von den USA aus. Klar ist, dass Trump da auch mal wieder etwas Druck bekommen hat, seinerseits natürlich von seiner Partei, nämlich den Republikanern, aber auch von Demokraten hat er nämlich Druck bekommen und nun sollte er das Ganze und hat das Ganze, sagen wir mal, auch nun so langsam in Stein gemeißelt, beziehungsweise ja, ist jetzt halt entsprechend angenommen worden. Repräsentantenhaus und Senat hatten dann auch das neue Hongkong-Autonomiegesetz ohne Gegenstimmen verabschiedet. Dazu kommen wir gleich, was das nämlich ist. Das Regelwerk aus Peking richtet sich gegen Aktivitäten, die ja von der Regierung als subversiv, separatistisch oder terroristisch angesehen werden. Also da werden Demonstranten, die für Freiheit, für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, ne, aber auch für, ne, generell für Freiheit demonstrieren, schon als Terroristen eingestuft, dass man das überhaupt noch erlebt. Ja, wir leben im Jahr 2020, wir erleben das noch. Und auch soll es heimliche Absprachen von Aktivisten mit Kräften im Ausland betreffen. Das US-Gesetz sieht auch Sanktionen vor, nachdem der Besitz von Betroffenen in den USA eingefrorenen und in ihnen die Einreise in den USA auch verwehren kann. Also wenn wirklich chinesische Diplomaten, die halt dann auf dieser Sanktionsliste stehen, ja, für die heißt es dann, ihr kommt nicht rein, so nach diesem Motto. Ebenfalls sind auch ausländische Banken betroffen von diesen Sanktionen aus den USA, die nämlich auch aus der Sicht von Washington nämlich Bestrebungen Chinas, die zu den Bestrebungen von Peking aus beitragen, die Autonomie Hongkongs zu untergraben, so können dort auch nämlich dann Strafmaßnahmen verhängt werden. Also wenn da die Deutsche Bank jetzt, sagen wir mal, nicht ihre Fingerchen im Spiel hat, naja, bei Trump habt ihr ja selbst auch noch, sagen wir mal, Geld zu bekommen oder irgendwie sowas. So kann dann natürlich auch US-Finanzinstitutionen zum Beispiel untersagt werden, Kredite an die betroffenen Banken zu vergeben. Also sollte es denen nicht gut gehen und die brauchen Kredite, ja, Arsch ist dann halt die Bank, die dann halt den Kredit nicht gibt. So kann man das sagen. Trump erklärte zudem auch, er habe eine Verfügung unterzeichnet, dazu kommen wir nämlich jetzt, die alle Vorzugsbehandlungen für Hongkong beende. Also quasi wird Hongkong jetzt nicht mehr etwas anders behandelt, nämlich als Sonderstatus, sondern wie eine chinesische Metropole, sprich wie ein Teil von China. Ist es ja auch irgendwie ja jetzt, ne, um das ja nochmal zu erklären, bis 1997 China wollte ich schon sagen, war ja Hongkong Teil des britischen Empire, also Teil Großbritanniens, wurde dann an China zurückgegeben,
aber mit der Bedingung, dass für, ich habe jetzt die Zahlen nicht, ich glaube 50 Jahre oder so, dass die Stadt, also sprich Hongkong nämlich, die Metropole, weiterhin ja, Pressefreiheit genießt, Meinungsfreiheit und so. Und das wird ja jetzt ja in den letzten Jahren ja von Peking aus immer wieder unterdrückt. Und da gab es ja die Regenschirme, also so diese gelben Regenschirme, diese Revolution und so weiter und so fort. Und auch noch in den letzten Jahren gab es ja auch eine ganze Menge, was da ja passiert ist. Das habt ihr auch wahrscheinlich mitbekommen. Und für Washington ist jetzt halt Hongkong nicht mehr, sagen wir mal, der Staat, der Sonderstatus da für Hongkong. Der ist ganz weg. Der ist jetzt weg. Das heißt, für Washington ist Hongkong nur eine normale Metropole in China. So kann man das nun halt sagen. Und das meint auch Trump so. Die US-Regierung hatte ja schon Ende Mai ja angekündigt, der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong wegen der zunehmenden Einmischung von Peking aus einen vorteilhaften Rechtsstatus streichen zu wollen. Und das bedeutet nämlich unter anderem, neben Exportkontrollen soll dies auch Zölle und die Vergabe von Visa betreffen. So hieß es damals. Und ja, das ist ein Einschnitt für die ja, Hongkonger, die dann in die USA wollen. Ob es dann da auch damit noch was zu tun hat, das werden wir natürlich auch noch erfahren. Dennoch wird das Thema Hongkong weiterhin in der Agenda stehen. Natürlich nicht von vielen, aber entsprechend auch hier bei uns werden wir das auch noch so etwas mitverfolgen. Hier bei Update und natürlich auch auf derchotv.de.